Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück in unserem wunderschönen Zoo aus Planet Zoo. Wir haben Technikforschung abgeschlossen. Welche denn? Ich bin gespannt. Getränke und Mitarbeiter. Und damit sind die Mitarbeitereinrichtungen fertig. Was ich jetzt gerne machen würde, wären die Imbestände zu erneuern. Nee, Transportfahrgeschäfte tun wir jetzt mal rein. Ist bestimmt auch ein ganz interessanter Punkt. Oh, wir haben die Krankheit fertig erforscht. Dann würde ich einen von euch auf die Trampeltiere schicken. Und ich würde sagen, unsere Gehege gehen auch gut voran. Ups, jetzt geht's ab wieder. Wir haben ja letztens das Gebiet hier gebaut und das hier. Und beide natürlich mit Info-Lautsprechern versorgt. Also hier vorne wird man, weil wir können es ja eigentlich über den Infopunkt hier oben sehen. Wir haben viel, viel mehr Lautsprecher mittlerweile als davor. Also es wird, man wird mit Infos überall mittlerweile überhäuft. Allein hier drin drei Lautsprecher. Hier zwei, hier einer, hier zwei. Und hier würde ich dann auch noch einen neuen Imbestand vielleicht hinbauen, einfach, weil es lustig ist. Ich bin immer noch so happy über die Tiere, die wir jetzt hier... Bitte! Hast du hingeschissen, als du dich hingesetzt hast? What the fuck? Der kratzt dich! Geil! Was machst du jetzt? Puff! Eieiei! Ich find's cool, also... Es ist so ein riesiges Gehege für so ein paar Tiere, aber es werden ja mehr. Alter, wollte ich mich gerade verarschen? Was geht jetzt ab? Was geht hier schon wieder ab? Okay, ja, dann tun wir hier, weil ich werde jetzt in 2 Tagen, habe ich jetzt insgesamt, keine Ahnung, 18 Videos hochgeladen dann. Alter, es ist ein Rekord für mich. Wir könnten vielleicht hier noch ein Tier hinpacken. Die Frage ist nur, was jetzt? Was für ein Tier jetzt? Ach, warte mal. Nee, ach, das sind noch die Dallschafe, die wir gesucht haben. Hups. Hupsi. War nicht der Plan so. Strauß wäre interessant, die vermehren sich bloß wie irre, das weiß ich. Ich hatte die in meinem ersten Zoo, den ich zum Spielen hatte. Eisbär. Das sind 3 Eisbären. Kosten nicht eigentlich mein komplettes Zeug. Wäre eine Überlegung wert, Eisbären. Die, was? Ah ja. Er war voraussehbar. Grizzlybären, Kaffabüffeln, Kommodorane. Da ist noch eine Netzgiraffe drin und das finde ich kacke, weil ich brauche mindestens 3. Polarwolf. Spießbock, Springbock. Oh! Gekauft. Bin relativ unschlüssig gerade. Wie groß sind so Kommodorane? Warte mal, schau mal hier. Haben, Forschungs... Fleisch wird anhand der Größe... Fressreihenfolge wird anhand der Größe bestimmt. Okay. Die können bis zu 2 Meter... Oh, das wäre aber interessant, so Kommodorane. Wieso nicht? Wo waren denn die jetzt? Da haben wir sie. Verzeichnis ist abgelaufen. Dann nehmen wir halt dich, dich und dich. Liam, er wurde für 30,8 Tage alt. Mal, brauchen wir jetzt eigentlich einen neuen Bison? Haben wir noch ein männliches Bison in der Herde? Nö. Wir brauchen noch ein männliches Bison. Amerikanisches Bison, bitte. Sind alle männlich? Huch. Also neben dem, dass wir jetzt endlich weibliche Steppenzebras haben.
und ich die hier reinschicke. Verstorben leidet unter niedrigen Wohlbefinden. Warum denn? Wenn du auf dem Dach rumhüpfst, ist es wohl klar, dass dich keiner finden kann. Doch, die wollen mit dir Wohlbefinden. Vielleicht sollten wir aber den kompletten Zoo hier, also auch diese Wand hier nochmal, da das ja relativ schreckhafte Tiere sind, ne? Die ganze Frontwand hier nochmal mit Einwandspiegeln ausbauen. So. Dadurch sollte bei dem das Wohlbefinden auch um einiges steigen. Wieso wird jetzt... Oh. Das ist normal. Vielleicht wäre es mal zu schlau zu wissen, wie es bei denen ausschaut. Bitte sag. Ein männliches Tier. Ach komm schon, das ist gemein. Wisst ihr das? Ich habe nicht drei männliche Tiere. Aber ein sehr altes. Bedeutet, die tue ich einfach mal im Handelszentrum einlagern. So. Tschüss. Dann haben wir da mal Ruhe. Huch, wusste ich auch nicht. Alter, wir haben 2000. Tägliches Anmelden in Tier in Wildnis freilassen, Tiere auf dem Marktplatz verkaufen, aber begrüße Avatar, dann wird so Community-Herausforderungen abschließen. Deswegen kriegen wir so viel. Wo ist denn schon wieder so viel Müll? Diese Road ist echt Horror. Habe ich hier keine Mülleimer platziert? Nee, ne? Warum? Oh. Neue Weltmülleimer, finde ich super, dass wir solche haben. So, da sind jetzt Mülleimer. Die kann ein Mensch benutzen. Veterinärforschung abgeschlossen. Der Wildhund ist auch bald beim Ende. Dann sollten wir vielleicht das Dallschaf erforschen. Mein Ziel wäre ja, alle Tiere auf Gold zu bekommen. Was ist hier? Warum frisst ihr denn schon wieder Gästeessen? Und warum kann ich eigentlich die nicht mehr begrüßen? Das konnte ich doch früher. Baseball Cap hat er sich gekauft. Wie viel hat er insgesamt ausgegeben? 29. Aber wir hatten auch schon lange keine Demonstranten mehr. Das was mich sehr erfreut eigentlich. Wie schaut es aktuell denn hier aus? Finanzenmäßig? Oh, ganz gut, würde ich sagen. Wir tun mal das Darlehen zurückzahlen. Das war unser einziges Darlehen. Wir können ja mal marketingmäßig ein bisschen auf den Putz hauen. Erneuern an und online kann man die GoPro Videos Bannerwerbung hätte ich gerne. Aber ich kann nur zwei laufende Kampagnen machen. Wir haben hier Printing-Kampagne. Die tun wir anhalten. Ich hätte gerne Fernsehwerbung, Late-Night-Show. Wir machen vollkommen auf Fernsehwerbung. Veterinärforschung schon wieder abgeschlossen. Das ging auf Lot. Ah, Rentier. Okay, ja, Rentier ist eh gut, wenn es weiter mal geht. Es wird Nacht und rein theoretisch... Alter, das hört sich an wie so Urzeitmonster. Wenn es ein bisschen verändern würdest, könntest du damit bestimmt einen geilen Raptor-Song machen. Warum müssen die jetzt wieder anstehen? Es gibt doch sicher eine freie... Mitarbeitergebäude. Wir machen hier den Werkstatt. Nein, nicht so. Ihr wisst da genau, wie ich es haben will. So. Dahin. Inspektor kommt in 20 Monaten.
Ja, das mit dem Hunger und den Durst, das habe ich noch nicht so ganz auf die Reihe bekommen. Bildung geht immer besser, Zufriedenheit allgemein ist aber ganz gut und die Toilettenversorgung. Rentier wird sich bald wieder paaren. Yes! Was für Tiere hatten wir nochmal? Mit den Steppenzebras muss ich schnell handeln. Dankeschön. Auch schnell handeln. Dankeschön. Wir haben 2000 Besucher im Zoo. Wie soll das denn gehen? Da haben wir mittlerweile nicht mehr so einen extremen Stau. Damit laufen sie auch mittlerweile überall rum. Bin ich schon gespannt, was für Transportmittel wir bekommen. Technikforschung abgeschlossen. Was denn? Design neue Welt bedeutet, wir haben schon wieder was Neues freigeschaltet. Was denn? Bestimmt sehen wir das alles unterm Bau, oder? Die ganz viele Fenster wieder. Die Fenster sind eh schon eigentlich das Geilste. Träger in Tonnen. Strukturzubehör. Was ist das für eine komische Säule gewesen? Neue Weltarchitektursäule. Was haben wir alles für Baupläne freigeschaltet mit der neuen Welt? Neue Weltladen, kleine Außenhülle. Schaut geil aus. Was ist das denn für ein Gebäude? Das verstehe ich nicht ganz. Was sind das für Gebäude? Hä? Alter! Verarsch mich! Boah! Forschungszentrum groß. Oh, ein großes Forschungszentrum. Jetzt haben wir mittlerweile ganz viel Naturszene. Das ist jetzt ein guter Moment, um das zu machen. Da tun wir eine... So. Ah, warte mal, das müsste ich drehen. Gib mir mal kurz das Drehwerkzeug, bitte. Das ist geil. Okay, schaut echt geil aus, was es hier gibt. Krankes Tier entdeckt. Nein! Nicht du, nicht unser Neuzuwachs. So, ich will jetzt hier an dem Weg noch ein bisschen was endlich machen. Tun wir hier ein neues Gehege für die Komodo-Veronde. Einwegspiegel. Kleiner. So 20 Meter. Ist doch eigentlich dann, wenn ich hier auf 10 Meter runter cutte. Dann kriegt das natürlich eine harte Wand rein, weil... Ich habe keine Ahnung, wie Komodo-Veraner auf sowas reagieren. So. Das ist das Komodo-Varane-Gehege. Ich kann von außen reinsehen. Perfekt. Das ist super. Und jetzt einmal außen rum. Heben wir auf 3 Meter an. Perfekt.
Und da kommen dann die Kommodoveraner rein. Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.